Das ist Hebatalla El Akkad. Die 27-Jährige hat an der Universität Kairo Germanistik studiert und sich dann für das internationale Parlamentsstipendium IPS des Deutschen Bundestages beworben, das erstmals für arabische Länder angeboten wird. Die Ägypterin ist eine von insgesamt 24 arabischen Stipendiaten. Voraussetzungen für eine erfolgreiche IPS-Bewerbung? Sie müssen gut Deutsch sprechen, Sie müssen interessiert sein am Parlamentarismus und Sie müssen eine Leidenschaft für die Politik mitbringen, um in Ihrem Land, wenn Sie zurückkommen, auch dabei zu sein, die Freiheit umzusetzen. 10. September 2012. Jetzt gilt es erst einmal, sich zu akklimatisieren, im Parlament und seinen Liegenschaften zu orientieren. Die 24 arabischen IPS-Stipendiaten und Stipendiatinnen kommen aus den Ländern Ägypten, Tunesien, Jordanien, Marokko, Libanon, Jemen und den palästinensischen Gebieten. Blick von einem der Balkone, auf dem 1918 die Republik ausgerufen wurde. Rechte Hand das Paul-Löbe-Haus, wo die Ausschüsse tagen, wo die eigentliche Arbeit des Deutschen Bundestages stattfindet. Die ersten Erinnerungsfotos werden geschossen. Anschließend erklärt Dr. Roland Wirth vom Besucherdienst des Deutschen Bundestages den Verlauf der ehemaligen Mauer. Und wie war es bitte mit der Teilung der Spree? Dann ging da der Metallgitterzaun bis zum Wasser runter. Dann wurde die Mauer auf diese Richtung fortgesetzt. Das war Grenzübergang Schiffe und dann die Mauer auf der anderen Seite. Vor dem Plenarsaal erfährt die Gruppe mehr über das parlamentarische Abstimmungsverfahren, das drei Möglichkeiten vorsieht. Die einfache, namentliche und die geheime Wahl. Gedränge vor dem Plenarsaal. Die Führungen sind eng getaktet. Die Sitzordnung im Plenum des Deutschen Bundestages beruht auf Entwicklungen, die sich bis zur Französischen Revolution zurückverfolgen lassen. Der erste Platz in der ersten Reihe gehört der Bundeskanzlerin. In der Mitte sitzt unter anderem der Parlamentspräsident. Bis zu 8000 Besucher werden täglich im Reichstagsgebäude gezählt. Publikumsmagnet ist die gläserne Kuppel, die täglich von 8 bis 24 Uhr geöffnet ist. Hier ist die parlamentarische Geschichte zum Greifen nah. Welche Erwartungen hat die Gruppe an den Deutschlandbesuch? Viele, auch Tunesier, haben große Erwartungen, wollen auch wissen, wie es Deutschland geschafft hat, dass jetzt eine richtige Demokratie, eine weltweit bekannte Demokratie ist. Wir haben vielmals auf dem Internet über Deutschland gelesen, über Berlin, über Demokratie. Ich komme hier, um die Religionsfreiheit zu suchen. Ich bin hier in Deutschland gekommen und besonders in diesem Bundestag, um die deutsche Demokratie und die deutsche Politik, Gesetze, Verfassungen und so weiter mit mir nach meinem Heimatland Ägypten mitzunehmen. Ich bin hier, um das politische System in Deutschland zu entdecken und wie die deutsche Demokratie hier läuft. Erwartungen auch an den nächsten Programmpunkt. Es geht zum interkulturellen Training. Dr. Gabi Kratochwil ist Kommunikationstrainerin, Islamwissenschaftlerin und Politologin. Sie erklärt, warum es zwischen den Kulturen manchmal zu Missverständnissen kommt. Wir Deutschen kommunizieren sehr gerne sehr direkt. Ein Ja ist ein Ja, ein Nein ist ein Nein. Leute, die aus sogenannten High-Context-Kulturen kommen, wo man also indirekt kommuniziert, da bedeutet ein Ja noch lange nicht ein Ja. Und solche Situationen greifen wir auf, oft mit viel Humor. Also wir lachen auch viel, versuchen Improvisationen auch ein bisschen so auf die Spitze zu treiben. 12. September 2012. Begegnung mit Bundestagspräsident Norbert Lammert im Reichstagsgebäude. Die inhaltliche Auseinandersetzung mit dem demokratischen System in Deutschland geht weiter. Die Stipendiaten stellen Fragen und sind überrascht, wie offen sie mit dem Präsidenten des deutschen Parlaments diskutieren können. In schwindelerregender Höhe mit Blick auf die Spree geht es nun ins Marie-Elisabeth-Lüders-Haus zum feierlichen Empfang mit allen Akteuren. Das internationale Parlamentsstipendium gibt es seit mehr als 25 Jahren. Welches Interesse hat der Bundestag an den erstmals teilnehmenden arabischen Ländern? Ganz sicher würden wir uns überheben, wenn wir damit den Anspruch verbänden. Wir würden auf diesem Wege scheinbar unauffällig oder gar demonstrativ auf die unmittelbare politische Entwicklung der jeweiligen Länder Einfluss nehmen wollen. Das wollen wir ausdrücklich nicht. Aber wir wollen und können möglicherweise auch gerade junge Menschen ermutigen, die an der Veränderung des eigenen Landes aktiv mitwirken wollen.
Anschließend feiern alle. Es gibt orientalische Köstlichkeiten wie Kibbeh, Sambusik, Hummus, Kaffee Oriental und Baklava. 18. September 2012. Der Tag steht im Zeichen der ehemaligen DDR. Die Gedenkstätte Berliner Mauer ist der zentrale Erinnerungsort an die deutsche Teilung. An der Bernauer Straße erstreckt sich der ehemalige Grenzstreifen. Die Eindrücke machen nachdenklich. Anschließend geht es in den Berliner Stadtteil Lichtenberg. Rund um die Ruschestraße war einst die Zentrale des Ministeriums für Stadtsicherheit. Heute lagern hier immer noch Millionen von Unterlagen der Geheimpolizei. Der Bundesbeauftragte für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR, Roland Jahn, erklärt. Was mir wichtig ist, dass wir Ihnen vermitteln, was wir für Erfahrungen gesammelt haben, gerade bei der Sicherung der Akten und auch bei der Nutzung der Akten. Nämlich wichtig ist, einen von der Regierung unabhängigen Weg zu gehen, eine Institution zu haben, wo die Akten gesichert sind und auch genutzt werden in einem rechtsstaatlichen Verfahren. Ende der DDR 1989 arbeiteten hier schätzungsweise 7000 Stasi-Mitarbeiter. Heute sind das Stasi-Archiv und das Stasi-Museum untergebracht. Die rund 17,8 Millionen Karteikarten in dem Archivgebäude dienen nun der Recherche, der persönlichen Akteneinsicht, Rehabilitationen, Überprüfungen und der Forschung. Die authentische Sammlung, die unter anderem aus Akten, Tonbändern und Videos besteht, ist bei Führungen öffentlich zugänglich. Blättern darf der Besucher aus Datenschutzgründen allerdings nur in geschwärzten Musterexemplaren. 20. September. Ein Merkmal der Demokratie ist die freie Religionswahl. So ist die Religionsvielfalt heute das Thema. Die meisten der arabischen EPS-Stipendiaten hatten schon einmal eine christliche Kirche besucht. Hebert Haller-Alakat ist dennoch von der Höhe der Kuppel fasziniert. Die ägyptische Studentin hat die Dauerdiskussion über das Tragen eines Kopftuches in Deutschland verfolgt. Was bedeutet das Kopftuch für Muslime und warum trägt sie keines? Viele Muslime halten es zwar für eine unabweisbare Pflicht sozusagen und deswegen machen es auch viele. Aber ich gehöre zu denen, die davon ausgehen, dass das Kopftuch ja auch nach außen eine gewisse Spiritualität, eine gewisse religiöse Verpflichtung sozusagen symbolisiert. Und deswegen ist das Kopftuch für mich auch so wirklich der allerletzte Schritt. Die neue Synagoge in der Oranienburger Straße. Sie wurde 1866 als größte Synagoge Europas eröffnet. Im Zweiten Weltkrieg zerstört, erfolgte 1988 die Grundsteinlegung für den Wiederaufbau. Heute befindet sich hier eine ständige Ausstellung. Arabische Studenten in einer Synagoge, ein nicht alltägliches Bild. Die Stipendiaten erfahren, dass 1933 in Berlin rund 176.000 Juden lebten. Heute sind es rund 10.000. Vom ehemals 40 Meter hohen Hauptraum stehen nur noch Mauerreste. Stufen, die zum Tora-Schrein führten, wurden rekonstruiert. Die Sehitlik-Moschee. Der Bau ist zugleich Kulturzentrum. Die Freitagspredigt wird auch auf Deutsch gehalten. 2004 ist die Moschee eröffnet worden. Beim Bau orientierten sich die Architekten nach Vorgaben aus dem Osmanischen Reich des 16. Jahrhunderts. Zeit für eine Zwischenbilanz des Berlin-Besuchs bisher. Was werde ich mitbringen? Dass ich hier in Deutschland Religionsfreiheit gibt. Man hat ja so den Austausch, ne? Also nicht, dass wir jetzt das deutsche Modell in der arabischen Welt übernehmen werden. Das klappt auch nicht. Wir haben viel gelernt über die Minderheiten, die Freiheit, die die hier haben. Das hat mich beeinflusst, weil wir sind eine Minderheit bei uns auch zu Hause. Ich bin ein palästinensischer Christ. 25. September 2012. Teil des vierwöchigen Stipendiums ist das Praktikum bei den Abgeordneten. Hebert Haller-Alakat arbeitet bei der Vorsitzenden des Sportausschusses sowie dem Mitglied des Auswärtigen Ausschusses Dagmar Freitag. Die Abgeordnete ist Mitglied der Berichterstattergruppe für das IPS-Programm und war beim Auswahlverfahren in Ägypten dabei. Das waren nicht nur exzellent gut ausgebildete junge Leute mit Deutschkenntnissen, wie man sie sich besser kaum vorstellen kann,
sondern eben auch junge Leute, die ein ganz hohes politisches Bewusstsein für die Veränderungen in ihrem Land mitgebracht haben. So gehört es zu den täglichen Aufgaben der Stipendiatin, das Internet nach aktuellen innenpolitischen Ereignissen zu durchforsten. Wertvolles Informationsmaterial für die Abgeordnete. Auch an den Fraktionssitzungen nimmt die Stipendiatin teil. In wenigen Tagen geht es zurück nach Ägypten. Wie ist der Eindruck vom politischen System in Deutschland? Ich sehe auch Demokratie ganz anders. Auf der einen Seite merke ich erst jetzt hier, wie viele Akteure mit ins Spiel kommen. Auf der anderen Seite natürlich habe ich auch miterlebt, wie sie sich hemmen können. Aber insgesamt ist es ja sehr positiv, weil man dadurch die Waage hält. Der erste Austausch mit arabischen EPS-Stipendiaten, ein voller Erfolg. Die Fortsetzung folgt im nächsten Jahr, für den kulturellen und den politischen Austausch ein wertvoller Impuls.